Im japanischen Katastrophenreaktor Fukushima ist die Lage noch immer nicht unter Kontrolle. Innerhalb eines Monats hat sich die radioaktive Belastung noch einmal drastisch erhöht. Wie der Sender NHK berichtet, wurde ein 250-facher Wert an Cäsium gemessen. Bei Jod sei es ungefähr das 12-fache gewesen. In der vergangenen Woche hatte die Regierung das 20 Kilometer Sperrgebiet um die Atomruine für dauerhaft unbewohnbar erklärt. In Tokio haben etwa 200 Bauern aus der Region um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima demonstriert. Sie versammelten sich vor der Zentrale des AKW-Betreibers TEPCO und forderten Entschädigungszahlungen, weil sie ihre Produkte wegen der Reaktorkatastrophe nicht mehr verkaufen dürfen. TEPCO entschuldigte sich bei den Bauern und kündigte finanzielle Hilfen an. 25 Jahre nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl ist an die Opfer erinnert worden. Der ukrainische Präsident Janukowitsch sagte, kein Land könne die Konsequenzen einer solchen Katastrophe allein bewältigen. Sein russischer Amtskollege Medvedev nannte das lange Schweigen der damaligen Sowjetführung einen Fehler. In der Nacht zum 26. April 1986 war es bei einer Notfallübung zur Kernschmelze gekommen. Zigtausende Menschen verloren in der Folge ihr Leben, ihre Gesundheit oder ihr Zuhause. 25 Glockenschläge. Einer für jedes Jahr, das seit der Katastrophe von Tschernobyl vergangen ist. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew begannen die Gedenkfeiern bereits in der Nacht mit einem orthodoxen Gottesdienst. Denn auch der Super-GAU von Tschernobyl hatte sich vor einem Vierteljahrhundert nachts ereignet, um genau 1.23 Uhr Ortszeit. Die Aufnahmen vom völlig zerstörten Reaktorblock haben sich eingebrannt ins Weltgedächtnis. Tagelang hatte der Reaktor gebrannt, Unmengen von Radioaktivität wurden freigesetzt. Hunderttausende Menschen haben später Leib und Leben riskiert, um die strahlenden Trümmer wegzuräumen und eine Schutzhülle zu bauen. Der sogenannte Sarkophag ist längst brüchig. Eine neue Ummantelung soll nach langer Verzögerung nun gebaut werden. Heute kamen die Präsidenten Russlands und der Ukraine zum Kraftwerk, um hier die Opfer von Tschernobyl zu ehren. Ewiges Gedenken all jenen Helden, die ihr Leben hier gelassen haben, um andere zu retten, sagt Russlands Präsident Medvedev. Und eine tiefe Verbeugung. Medvedev forderte heute weltweit neue Sicherheitsrichtlinien für Kernkraftwerke. Doch vom Atomkurs rückt Russland nicht ab, ebenso wenig wie die Ukraine oder Weißrussland. Alle drei Länder sind besonders betroffen von Tschernobyl. Ganze Landstriche sind bis heute unbewohnbar. Und alle drei setzen dennoch weiter auf Kernkraft. Selbst das arme Weißrussland baut seinen ersten eigenen Reaktor, trotz Tschernobyl und trotz Fukushima. Mit einem ökumenischen Gottesdienst erinnerten Gläubige in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin an die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Unter dem Motto »Die verletzte Schöpfung« hatten evangelische, katholische und russisch-orthodoxe Kirche gemeinsam zu der Veranstaltung aufgerufen. In die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll kommt Bewegung. Bislang wird nur der Salzstock Gorleben in Niedersachsen erkundet. Jetzt ist Baden-Württemberg bereit, auch im Südwesten Standorte zu prüfen. Der designierte Ministerpräsident Kretschmann kündigte an, das werde im rot-grün-roten Koalitionsvertrag festgelegt. Seine Vorgänger von der CDU hatten solche Untersuchungen abgelehnt. Atomkraftgegner aus Niedersachsen begrüßten den Sinneswandel.